Mein Name ist Hase, ich Dann geht's dir besser weiß als mir. Ich bin aus der Steinzeit. Alles klar. Gut. Bescheid. Okay, also. Salam alaikum, mein Freund Andy, wie geht's dir? Salam alaikum, alaikum salam. Naja, ich habe gelernt, in dieser Zeit ist es besonders wichtig, irgendwie die kleinen Freuden ganz groß zu machen, weil große Freude gibt es nicht. Wir leben in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Sag mal, heute ist der 18. Juni. Ist das ein historischer Tag? Also es ist, gestern war ein historischer Tag hier in Deutschland. Und ich war jetzt auch bei dir ganz in der Nähe. Ich war am Sonntag und gestern war ich in Erbenheim. Das ist ein Stadtteil von Wiesbaden, weil dort ist diese amerikanische Kaserne. Und die haben mich eingeladen als Zeitzeugen. Ja, nicht ich, sondern meine Mutter. Ja, meine Mutter war nämlich beteiligt an der Luftbrücke Deine nach Mama Berlin. ist am Leben. Nein, die lebt leider nicht mehr. Und deswegen haben sie mich eingeladen, Ach, weil weil du deine Mama natürlich ich sehr sollte gut sie ver kennst. ja, ich hoffe es zumindest, genau. Ich hoffe, sie hat mich auch gekannt, ja. Und da sind wir mitten im Gespräch eigentlich über den Wert der Zeitzeugen, weil was man aus den Büchern lesen kann, aus den Geschichtsbüchern, das ist eins. Etwas ganz anderes ist, wenn man mit den Zeitzeugen spricht, weil die erzählen zum Beispiel ihre subjektive Wahrnehmung und ihre Gefühle, die damit verbunden sind. Und wir sind alle auch ein Teil der Geschichte. Also ich kann für mich sprechen, ich weiß, ich bin das Ergebnis der Geschichte ganz einfach und du wahrscheinlich auch. Du bist ja in der Klar, Türkei klar. noch geboren, dann bist du mit 3 Jahren hierher gekommen. Ja. Es muss so einen Grund dafür gegeben haben. Ich bin ja quasi Kind von Zeitzeugen der Gastarbeiterbewegung. Und was heißt Bewegung? Man hat, das war keine freiwillige Bewegung, so wie man, was weiß ich, eine Nein, klar, es ist nicht wie Naturjugendbewegung, ja, genau. Emanzipations. Sondern, naja, mein Großvater hat auch gesagt, man wirft uns Juden vor, wir sind ein wurzelloses Volk, wir sind gar kein Wandervolk. Man würde, wenn man uns in Ruhe lassen würde, würden wir alle da leben, wo wir leben wollen und fertig, ja. So Es ist sind das, die so ist das. Umstände, die dazu kommen. Klar. Und interessanterweise, also dass man hat den Juden jahrhundertelang eben diese Wurzellosigkeit Hat vorgeworfen. er recht? Dein Papa hat ja recht. Keiner verlässt freiwillig auch seine Heimat. Im Kern eigentlich Und nicht. jetzt sind wir mitten im Gespräch, weil wir haben ja jetzt vor kurzem auch die Europawahlen gehabt. Wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen. Ja. Und in den unterschiedlichen Ländern haben wir auch gesehen, was ist denn da alles Wahlkampfthema gewesen. Und es ist ein interessantes Phänomen, dass Migration, Flüchtlingsbewegungen auch, Ja. schon immer auch die Menschen gestört. Ich frage mich, warum. Also, die fühlen. Gefahr, man fühlt sich als Gefahr. Ja, Man fühlt aber sich gefährdet. ein Mensch, der nur sein nacktes Leben hat und vielleicht noch das Hemd was er anhat, der ist mir doch keine Gefahr. Und trotzdem, Man man. denkt, der wird mir was wegnehmen. Genau, und deswegen haben wir dann auch jetzt hier diese Wahlergebnisse, die wir haben. Weißt du auch, Und was es ich ist. denke? Weißt du was, was ich denke? Und da sind wir auch bei Werten. Also, wenn ich denke, du wirst angenommen, du bist geflüchtet, du hast nur ein Hemd und du kommst hierher. Wenn ich denke, du wirst mir alles wegnehmen, denke ich, ja, im Kern eigentlich, du bist so wie ich. Ich würde auch dir wegnehmen. Ja, Ich spiegele meine Werte eigentlich in dir wider. nicht nur Werte, sondern Ängste. Das heißt Ängste, ja. also, das heißt also, man hat Angst um den eigenen sozialen Status und dass da ein anderer einem den Status nehmen möchte. Und deswegen wählt man dann auch entsprechend. Es war Es aber gibt ja auch. diesen schönen Vergleich, wo man sagt, du bist hier aufgewachsen, du hast hier eine solide Berufsausbildung. Du kannst die Sprache gut, du kennst die Kultur gut. Wenn du
wirklich denkst, jemand, der neu dazukommt, kann die Sprache nicht, hat die Berufsausbildung nicht. Der ist überhaupt keine Gefahr. Im Gegenteil. Der ist eine Gefahr für dich. Dann musst du darüber reflektieren, was ist los mit dir? Denken ist natürlich auch, wie gesagt, wir haben uns auch schon mal über Verantwortung unterhalten. Denken ist schon eine schwierige Aufgabe. Und wenn man das richtig vernünftig durchdenkt, dann würde man feststellen, der kommt hierher, der hat nicht die Ausbildung, die ich habe, er kann nicht einmal die Sprache. Also eigentlich ist das gut für mich, weil, und das gleiche Problem haben wir überall, auch in Amerika, wo ich ja herkomme, da heißt es ständig von Trump, ja, die Mexikaner nehmen uns hier alles weg und so. Mhm. Im Gegenteil, auch hier sehen wir, wer sind denn die Leute, die die schweren körperlichen Arbeiten machen? Mhm. Das sind die Leute, die die Sprache nicht können oder die Toiletten putzen, ja. Wenn die Arbeit machen, die andere nicht machen wollen, die hier schon länger da sind. Und genau, und im Prinzip sorgen sie für eine Art Aufstieg, sozialen Aufstieg der anderen, die ohne die Migration eventuell selber Klos würden putzen. Aber irgendjemand muss die Drecksarbeit ja machen. Das heißt, es werden Leute mehr oder weniger... Ohne diese Arbeit abzuwerten. Ohne diese Arbeit überhaupt, abzuwerten. Im Gegenteil, es muss diese Arbeit gemacht werden. Und ich habe Gott sei Dank sehr schnell von meinen Eltern gelernt, dass zum Beispiel Müllmänner mit Respekt zu sehen sind, weil sie machen ja unseren Müll weg. Und außerdem sind sie ein Zeichen für Wohlstand, weil je mehr Wohlstand wir haben, desto mehr Müll haben wir. Und es ist gut, dass sie den Müll dann wegmachen. Wenn die mal streiken, dann sehen wir, wie schnell hier alles dann stinkt. Also ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch jung war, in den 90ern, als wir in Urlaub in der Türkei waren, da war ein Problem mit der Stadtverwaltung. Die Müllabfuhr hat nicht funktioniert. Ich weiß noch, wie wir im Hochsommer durch die stinkenden Straßen gefahren sind. Das war unglaublich unerträglich. Siehst du, das macht dich auch zu einem Zeitzeugen, weil du berichtest davon. Das steht in keinem Geschichtsbuch, dass es gestunken hat. Das ist der Zeitzeuge, der das sagt. Und wenn man dann mit jungen Leuten spricht und ihnen klar macht, wie wichtig es ist, dass also hier, dass es diese Arbeiten, es gibt diese Arbeiten, die müssen auch von irgendjemandem gemacht werden. Man muss die Leute respektieren, die sie machen. Und dann haben wir wiederum den politischen, geschichtlichen Hintergrund dazu, dass wir dann sagen, es ist gut, dass wir Migration haben. Und die zu uns kommen, wenn sie als Müllmänner arbeiten oder als Müllfrauen meinetwegen, dann lernen sie dann und die können dann aufsteigen. Jetzt kommt's. Jetzt haben wir die Möglichkeit dann in der nächsten Generation das wieder auszutarieren und die Leute, die jetzt aufgestiegen sind, aber dazu, sie können aber ihren sozialen Status nicht halten, weißt du, die müssen dann wieder eine Stufe runter und müssen sich dann wieder hoch und vielleicht haben die Leute davor Angst, weil die sich sagen, das sind ja Leute, die warum kommen die dann hierher? Wer setzt sich denn in ein Gummiboot auf dem Mittelmeer bei unruhiger See? Das sind Leute, die wirklich leben wollen, beziehungsweise die haben nichts zu verlieren. Und genau davor hat man Angst, weil man sich sagt, die sind ja fleißig. Und leistungsfähig. Die sind leistungsfähig. Die werden uns eventuell überholen. Nicht nur das, sondern wir haben es ja bequem. Ja, wir haben hier auch schon 75 Jahre Frieden oder noch länger. Wir haben die Resilienz verloren. Und jetzt fühlen wir uns ausgerechnet durch diese Habenichtse bedroht. Interessanterweise sind die Parteien, die das außerdem noch verstärken, genau die dann auch sagen, dass wir keine Angst haben müssen vor denen, die eine echte Bedrohung sind. Zum Beispiel Putin. Putin ist eine echte Bedrohung. Aber schauen wir uns mal an, was alles passiert ist. Die AfD und dieses Sarah Wagenknecht, was haben die gemeinsam? Das sind Putin-Versteher und das sind Migrationsgegner. Und dann sehen wir, die haben dadurch auch, das ist Populismus, und die haben dann dadurch eben den großen Erfolg. Ich aber würde es gerne ist nicht nur hier, es ist auch in Frankreich und anderswo. Ja. Ich würde gerne auf die Zeitzeugen, weil das ist ein echtes Problem mit den Zeitzeugen. Und es verknüpft mit dem, was du eben gesagt hast,
wenn uns die Zeitzeugen wegbrechen, weil sie oder einfach wegsterben. Dann ist die Brücke zu dieser Erfahrung, was passiert in einer Diktatur, also in der eigenen deutschen Geschichte, ja immer weiter weg, immer weiter weg. Und es ist schwer, dann neue Generationen an diese Erfahrung anzuknüpfen. Das ist ein Thema, darüber müssen wir reden und sagen, wie schaffen wir die neuen Generationen an diese Problematik heranzuführen, obwohl wir ja, obwohl wir live auch täglich im Fernsehen Berichte aus anderen autokratischen Regimen, Diktaturen ja eigentlich. Aber wir führen keine Verbindung dazu und da genau versagen die Geschichtsbücher. Denn die Leute interessieren sich für Sachen, wofür sie sich selbst irgendwie dann auch betroffen, wovon sie sich selbst betroffen fühlen. Also zum Beispiel jetzt im Moment, ganz klar, ich will dieses Fass nicht gleich wieder groß aufmachen, aber es gibt sehr viele Leute, die besorgt sind um die Menschen im Gazastreifen. Zugleich allerdings wissen wir auch in Echtzeit, dass der Bashar al-Assad über eine 500.000 Menschen eigene Leute abgeschlachtet hat. Und da nicht nur das, in Sudan, Andy, in den letzten... Im letzten einem Jahr sind 1 Million Menschen umgekommen. Und das interessiert hier niemand. Warum? Und da fasse ich mich an diese Nase, weil wir Rassisten sind. Das sind ja nur Schwarze. Ist ja nicht schlimm. Ja, also das ist heißt, sehr bitter. Das ist sehr bitter, was du sagst. Und ich kann nicht sagen, die Medien sind schuld. Das ist zu einfach. Unsere Medien, und das ist ein Riesenfass in diesen Tagen, weil es gibt auch die neuen Medien, die sozialen Medien und ich weiß nicht was. Und diese Medien repräsentieren oder reflektieren nur das, was die Nutzer auch interessieren. Also das heißt, wenn jetzt die Tagesthemen jeden Tag aus dem Sudan berichten würde und wir würden hier dann sehen, wie dort die Menschen sterben, ich glaube, das interessiert hier niemand. Warum? Weil wir Rassisten sind. Der Wert eines Menschen im Sudan ist uns nicht so nah wie der Wert irgendwo anders, etwas nördlicher davon. Es aber ist traurig, aber nicht. Es ist wahr. Es ist traurig, aber es ist wahr. Ja, gut. Aber jetzt reden wir dann wieder über die Zeitzeugen, sonst verlieren wir hier noch den roten Faden. Den Anschluss, ja. Ja, weil es gab einen berühmten Zeitzeugen, der im KZ Buchenwald war und dann hat er das auf eine... Also es gab sehr viele, die das sehr interessant verarbeitet haben und die haben eine Resilienz entwickelt, die vorbildlich ist. Aber ich meine hier einen von ihnen und das war Elie Wiesel. Elie Wiesel kam aus Rumänien und er wurde als Kind verschleppt in ein KZ. Nach dem KZ fing er an, auch zu schreiben. Er hat den Nobelpreis dann mal bekommen. Und er sagte in seiner Dankesrede, sagte er dann auch, oder danach war das vielleicht, wer einen Zeitzeugen trifft, wird selbst zum Zeitzeugen. Aha. Mhm. Das heißt also, der Zeitzeuge berichtet über das, was nicht in den Geschichtsbüchern steht. Und diesen Zeitzeugen, den kann man hören, man kann ihn in die Augen schauen. Und das ist die eine Seite. Das heißt also, wer einen Zeitzeugen trifft und mit ihm gesprochen hat, der wird selbst ein Zeitzeugen. Und das andere ist, da kann ich für mich selbst sprechen, die eigene Geschichte. Und zwar die Geschichte meiner Mutter. Und meine Mutter ist ja aus Russland ursprünglich. Und sie ist übergelaufen, die war ja die Kriegsgeneration, und sie ist übergelaufen in den Westen, in Berlin. Deswegen war ich jetzt auch bei einer Feier, wo 75 Jahre das Ende der Luftbrücke gefeiert worden ist. Und da auf dem Flugfeld. Und es war mir eine besondere Freude, dann meine eigenen Kinder dabei zu haben, weil wir kommen ja irgendwo aus der Geschichte und jeder von uns ist ein Teil dieser Geschichte. Und das ist wichtig, auch den jungen Menschen zu vermitteln. Deswegen war gestern auch dort ein voller Tag mit Treffen mit Schülern, Studenten und so weiter. Waren Tausende dort. Das war der Termin gestern, ne, gewesen. Ja, genau. Und zwar, die Geschichte ist so, meine Mutter ist also in den Westen übergelaufen. Sie war eine Krankenschwester
und ist dann in den Westen übergelaufen und sie kam in ein sogenanntes DP-Lager, also Displaced Persons. Die Amerikaner wussten nicht, was man mit ihr anstellen soll. Und dann ein Tag bevor die Luftbrücke begann, war sogar noch ihr Geburtstag und da war sie, man hat sie als Krankenschwester sie hat sofort eine Anstellung gefunden, dann auch in ein St. Josephs Hospital, das gibt es bis heute, in Tempelhof, also direkt neben dem Flugfeld. Und so wurde sie ein Teil dieser Luftbrücke und ist dann auf, ich kürze die Geschichte ab, mit Hilfe der Luftbrücke dann nach Amerika gekommen. Und sie hat auch, sie hat eine interessante Geschichte zu erzählen gehabt, aber die hat sie nie erzählt, solange sie gelebt hat. Ich habe ihr auch gesagt, Mama, eigentlich bist du eine Heldin. Da hat sie gemeint, lieber bin ich eine unbesungene Heldin als eine tote Heldin. Die hatte bis zu ihrem Tod, hat die Angst gehabt. Die hat gesagt, du hast keine Ahnung, was das Stalinismus bedeutete. Und der ist nicht tot, der Stalinismus. Meine Mutter hat nicht mehr den Angriffskrieg erlebt von Putin. Aber ich musste an meine Mutter denken, weil sie gesagt hat, denen ist nicht zu trauen. Und dann habe ich gemeint, ja, aber wir haben schon längst ja eine neue Existenz und so weiter. Warum sollen sie die? Da sagt sie, ja, aus Rache, aus ich weiß nicht was. Nein, erzähl es meinetwegen, wenn ich tot bin. Jetzt lebt sie nicht mehr und ich fühle, ich muss ihre Geschichte erzählen, gerade weil sie dieses Fingerspitzengefühl gehabt hat. Also dir hat sie das anvertraut, die Geschichte? Auch nur bruchstückhaft, weil sie Angst gehabt hat, ich verplappere mich und so weiter. Erst im Erwachsenenalter kam das Stückchen weit raus und weil ich dann auch andere Leute kennengelernt habe. Du hast die Geschichte aber komplett erfahren. Ja, es sind bestimmt noch Bruchstücke da, weil sie hat ungern darüber gesprochen, weil sie eben diese Angst hatte. Und das steht nicht in den Geschichtsbüchern, wie sehr die Leute ihre Angst hatten vor diesem stalinistischen Regime. Jetzt bin ich neugierig, jetzt musst du erzählen. Ja, also die ist dann, die hat also Angst gehabt, wenn die Luftbrücke nicht funktionieren würde und die Russen würden dann nach West-Berlin kommen, wo meine Mutter war. Nun war sie eine Überläuferin. Ist doch klar, was man mit ihr angestellt hätte. Es hätte, ja, sie wäre sofort dran gewesen. Man hätte sie sofort erschossen. Sofort, ja. Ohne Frage. Ich habe also kein einziges Bild von ihr aus der damaligen Zeit, bis auf eins, wo sie extra in ein, sie hatte Geburtstag, hat sich später herausgestellt, der Stempel hinten heißt noch der vom Fotografen in Berlin-Tempelhof und so weiter. Aber ich habe kein einziges Bild von ihr in ihrer Schwestern, also bei der Arbeit oder sogar in der amerikanischen Uniform, die man ihr dann hinterher verpasst hat. Da gibt es kein Bild von ihr davon, weil die sogar in den USA später auch noch Angst hatte, dass es dann heißen würde, hier, das bist du bist eine Überläuferin, Peng. Und immer wenn es James Bond oder sowas im Fernsehen gegeben hat, da hat sie gesagt, du, das ist nicht alles Quatsch. Das ist teilweise, die sind wirklich so. Und deswegen ist das auch so eine Erfolgsserie, weil ein Kernchen Wahrheit ist da drin. Und die hat ja noch gehört, es gab irgendwelche alte Leute irgendwie, die irgendwann einmal Geheimdienst waren bei den Russen, sind dann übergelaufen und die sind dann auf mysteriöse Art und Weise umgekommen. Und die hat gesagt, auch im Alter, nein, die hat Angst gehabt bis zum Schluss. Unglaublich. Das ist ja eine unglaubliche traumatisches Erlebnis. Ja, und natürlich. Das verfolgt einem bis oder über den Tod hinaus eigentlich. Die hat ja auch gesagt, wenn ich mal sterbe, dann kannst du ruhig sagen, wo ich herkomme. Weil sie hat sogar noch ihre den Geburtsort gefälscht. So weit ging die Angst. Ja. Und dann hat sie Angst gehabt noch vor den amerikanischen Behörden, die dann sagen würden, hier, sie haben ihre Papiere gefälscht. Oh mein Gott, das ist ja multiple. Multiple traumatische, richtig. Und die hat dann eben leider nie darüber gesprochen. Irgendwann mal im Erwachsenenleben habe ich dann zu ihr gesagt, du bist ein Held. Da hat sie gemeint, ja, das Problem mit Helden ist, die werden bekannt. Ich will nicht bekannt werden. Ja. So. Ich glaube kaum, dass Putin mich jetzt erschießen lassen würde. Und außerdem, ich habe da auch ganz andere Motivationen, weil ich denke, meine Mutter lebt nicht mehr und dann ist es auch ein Teil. Du bist auch kein Überläufer. Naja, wenn, dann müsste ich in die andere Richtung. Aber egal.
Also das ist jetzt so aus, dass auch ich aus religiösen Gründen auch diese Geschichte erzählen möchte, weil in meiner Tora, in der Bibel steht geschrieben, ehre Vater und Mutter alle Tage deines Lebens. Alle Tage meines Lebens, sie lebt nicht mehr, aber du lebst noch. Ich lebe noch und ich finde, das ist eine Ehre, wenn ich das jetzt für sie erzähle. Und deswegen war ich also gestern da und habe wunderbare Leute auch kennengelernt. Unter anderem auch die Tochter von einem Piloten, der ist erst letztes Jahr gestorben mit 100 Jahren, Gail Halverson. Das war der Pilot, der auf die Idee gekommen ist, Süßigkeiten an kleinen Fallschirmen aus dem Flieger fallen zu lassen beim Anflug auf Tempelhof. Und da wurde uns klar, wir haben dann zusammen zu Mittag gegessen. Und übrigens, sie kommt aus einer sehr frommen Familie. Das sind Mormonen, das sind christliche Mormonen, sehr, sehr fromme Leute. Und da haben wir sofort eine Verbindung auch gesehen. Sie ist Christ, ich bin Jude, aber wir haben beide etwas verstanden. Der Pilot war Mormone, ja. Und sie ist also seine Tochter. Und da wurde uns klar, die Russen oder die Sowjets, die wollten die Stadt aushungern. Mhm. Und was tun wir? Wir schmeißen Süßigkeiten runter. Das ist was ganz Wichtiges. Und ein Teil der Feierlichkeit war, die haben also so ein paar historische Maschinen geholt, 70, 80 Jahre alt. Und die haben über dem Flugplatz, haben sie dann an kleinen Fallschirmen, haben sie dann wieder Süßigkeiten runterfallen lassen. Und die Kinder durften das dann aufsammeln. Das hat die Stadt Wiesbaden sofort natürlich auch mit Überflugrechten und ich weiß nicht was auch zugelassen. Aber die Stadt Berlin hat es nicht fertiggebracht und das finde ich so, so schade. Ich habe eine kurze Zeit auch in Berlin gelebt. Diese Stadt ist geschichtsvergessen. Ich habe in Berlin gelebt nach dem Fall der Mauer und wenn ich Freunde aus Amerika hatten, die mich besucht haben, haben die gefragt, wo war denn die Mauer? Man wusste es nicht mehr. Später musste man dann Stadtvermesser holen, die dann genau geguckt haben, wo ist es, und in Bezirk Mitte haben sie dann so ein Messingband gelegt. Ich finde, irgendwie ist die Geschichtsvergessenheit gerade hierzulande sehr, 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 sehr groß. Die Leute haben vergessen, was war. Und vielleicht ist das eines der Gründe für die Ängste über das, was wird, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, wenn jetzt Flüchtlinge kommen, die nehmen uns was weg. Aber das ist nicht nur hierzulande so. Ich will das nicht damit entschuldigen. Das ist ein weltweites Phänomen. Man will keine Flüchtlinge haben, egal wann, egal wo. Und so war auch der Palästina-Konflikt eben auch ein Flüchtlingsproblem von beiden Seiten aus, weil man will keine Flüchtlinge haben. Und das ist also eine menschliche Angst irgendwie. Und nun haben wir Parteien, die das populistisch ausschlachten. Das heißt, wenn ich rekapituliere und weiterdenke, wenn die jüdischen Siedler jetzt die Macht übernommen haben über Palästina und den israelischen Staat gegründet haben, haben die Leute umgekehrt Angst, die Geflüchteten könnten in Deutschland einen eigenen Staat gründen oder was? Nein, 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 das ist nicht damit gemeint. Achtung, da fällt mir was ein. Ja. Ich war ja im Knast. Einmal fragt mich... Aber du musst dazu sagen, als Seelsorger und nicht als Knacki. Als... Okay. Ja. Ich habe hier im Knast gearbeitet. Ja. Ja. Da fragte mich einmal einer der Kollegen, Herr Cimşit, stellen Sie sich vor... Ein christlicher Kollege, ein christlicher Seelsorger? Ein Säkularer. Ein Säkularer. Also ein Sozialarbeiter. Nein, einer in der Führungsriege. Ah, okay, ja, ja. Also aus der Führungsposition. Ja. Er lebt noch, deswegen möchte ich seinen Namen nicht nennen. Ja, okay. Sagte, Herr Cimşit, was ist, wenn eines Tages so ihr Türken so viele seid, würdet ihr dann sagen, das ist jetzt unser Land? Sag ich, Entschuldigung? Sag ich, ja. Würdet ihr, wenn ihr irgendwann so viele seid, sagen, das ist jetzt unser Land? Sag ich, Entschuldigung, ich bin deutscher Staatsbürger. Natürlich ist Deutschland mein Land.
Was ist das für ein Problem? Jetzt ist schon Deutschland mein Land. Was ist das Problem? Ich verstehe die Problematik nicht. Naja, aber ich meine, Aber der es ist Mann genau hat die das, was du Frage gesagt gestellt. hast. Der Mann hat die Frage gestellt, die sich viele stellen. Und immerhin hat er sie gestellt und ihr habt darüber gesprochen. Viele Leute sagen, oh, ich darf diese Frage nicht einmal stellen. Wir werden hier kontrolliert, Diktatur und ich weiß nicht was. Oder Ja. die stellen diese Frage nicht und sagen, diese Leute wollen uns übernehmen irgendwann. Ja, genau. Und deswegen Und kommt dann die machen AfD. daraus ein Politikum. Ja, also ein Schlagwort ist die sogenannte Umvolkung, nicht? Ja, Also das ist ein ja. interessanter Begriff, weil den hatten schon die Nazis nur umgekehrt. Die haben gemeint, wir gehen rein in die slawischen Länder und da volken wir alles um und wir machen alles deutsch, beziehungsweise Herrenrasse. Und das ist offensichtlich noch in den Köpfen drin. Das ist nie richtig überwunden worden. Da gab es offensichtlich keine Entnazifizierung. Das ist auch ein Problem, weil die Entnazifizierung hat diesen Begriff gar nicht verdient. Also du siehst, was hier alles mitschwingt. Mit dem, was ich meinte, was den Nahostkonflikt betrifft, ist Folgendes. Es gab während der Nazizeit gab es natürlich verfolgte Juden in Deutschland. Und damals war das ein britisches Mandat. Und die dort rein wollten, die haben dann die arabische Bevölkerung hat dann gemeint, wir wollen keine Flüchtlinge haben aus Europa. Sie haben sie als Kolonialmacht gesehen. Sie haben nicht verstanden, dass das Menschen sind, Juden sind nichts anderes als die in Europa unterdrückten Opfer der Kolonialmächte. Die Engländer waren ja Kolonialmacht. Auf die Ja, aber Engländer bezogen war selbstverständlich. das so. Naja, klar, es Wahrscheinlich war. Naja. hat sich das auch gemixt, ne? Es hat sich auch Naja, gewisse aber gemixt. schon damals gab es auch Populisten und Klar, klar. wir hatten auch in der arabischen Bevölkerung auch Populisten. Und es gab einen, das war der Amin Husseini, er war der Mufti von Aber es Jerusalem. war ja keine arabische Regierung damals da. Es war ja Nein, eine, nein, es war nein, ja es eine gab es. Kolonie. Nein, es war ein Mandat, da müssen wir schon ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar, es war Teil des Osmanischen Reiches, also Teil eben der türkischen Geschichte. 400 Jahre lang Aber war die das. Türken haben ja nicht das Mandat an die Engländer übertragen. Das war ja ein Krieg und Nein, die Türken die haben den wurden Krieg verloren. richtig. Die waren auf der Und falschen Engländer Seite. haben Das heißt, übernommen und haben quasi das naja, besetzt. es gab damals gab es dann Es war von diese den Volk. Engländern besetztes Land. Jein, es war, also die Türken waren auf der falschen Seite sozusagen des Ersten Weltkrieges. Sie haben verloren. Seit 100 Jahren gibt es die moderne Türkei. Aber was ist aus dem übrigen Osmanischen Reich geworden? Da haben die Siegermächte einfach das untereinander aufgeteilt. Die Das ist ja Franzosen und die das Reich ist ja Engländer. untergegangen. Das Osmanische Reich Das ist ja Osmanische untergegangen. Reich. Das heißt also, Ich das meine, Land hat. sogar Ben-Gurion war doch in der hat sie hat eine Ausbildung in Istanbul. Also Ja, also es ist sehr viel ich weiß zum Beispiel, dass die Vorgänge von IDF sehr viel militärisches Know-how von der Armee vom Osmanischen Reich übernommen haben, weil da sehr Ja, viele und von den Engländern auch. Also ja. das ist also da sehen also mal Ja, von langsam. den Engländern sowieso, Naja. aber auch vom Osmanischen Reich, weil sehr Ja. viele Juden auch da in der Armee gedient haben und das Know-how Ja. übertragen haben. Naja, gut, also der Reihe nach. Wir hatten ein osmanisches Reich 400 Jahre lang und dann ist dieses osmanische Reich untergegangen. Seit 100 Richtig. Jahren haben wir die moderne Türkei. Aber was ist aus dem Übrigen geworden? Und zwar haben die Siegermächte eigentlich diesen Halbmond, wie sie Aufgeteilt, den ja. aufgeteilt, zwischen Frankreich und England. Das war das sogenannte Abkommen zwischen Sykes und Picot, also der eine der Sykes, der Ja, ja, Engländer ja, und ja. Picot. Und dann, die haben das einfach unter, die haben gesagt, das ist für dich, das ist für mich, so. Andy, diese Flaggen, sowohl der Palästinenser als auch der Emirat. Emirates, von Katar, also 5, 6 und Syrien, Irak, das sind alles auch Flaggen, die der Sykes gezeichnet hat. Für diese Gebiete. Ja, okay, ja. Das ist ganz interessant. Aber Das auch heißt, der vorhin erwähnte Sudan, der hat auch so eine Flagge, das geht also bis ins Afrikanische hinein. richtig, richtig, ganz Und genau.
Da ist allerdings das, was bei den Palästinensern rot ist, ist schwarz und umgekehrt. Sonst ist genau die gleiche Fahne. Mhm. Und genau. Jordanien ist eine Farbkombi, anders gestaltet. Andersrum. Und die Jordanier haben die gleiche Fahne wie die Palästinenser, nur mit, genau. In dem roten Feld ist da allerdings ganz genau. Noch ein Hinweis ganz genau. Darauf, dass es ein Königreich ist. Sonst ist es genau das Gleiche. Ja, also der Reihe nach. Wir haben also das Osmanische Reich gehabt und dann wurde das aufgeteilt. Und dann haben sie sich allerdings ein bisschen den Anstrich von völkerrechtsgemäßen Handeln sich selbst besorgt, indem dann der Völkerbund gegründet wurde nach dem Ersten Weltkrieg. Das waren doch die Vorgänger der Vereinten Nationen. Vorläufer der UNO, ganz genau. Und dann haben sie sich vom Völkerbund dann eben Mandate geben lassen. Mandate ist genauso wie bei einem Anwalt. Da gehst du hin und sagst, ich brauche einen Anwalt und dann bist du eben sein Mandat. Dann hast du ihm das Mandat gegeben und du bist der Mandant. Ja, das heißt. Das ist aber der Klassiker, Siegermächte, die sich selbst ermächtigen. Das ist jetzt keine große. Ja, immerhin wollten sie sich den Anschein geben, rechtmäßig zu handeln. Ja. Die Franzosen erkennen wir ihnen groß an, meinst du? Ja, gut. Die waren aber sehr großzügig. Andy, diese Zeitzeugengeschichte ist wirklich eine Herausforderung für unsere heutige Gesellschaft. Mhm. Denn wir haben die Problematik, wir haben ja jetzt inzwischen eine sehr hohe Anzahl von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Die können mit der Erinnerungskultur, so wie jetzt deutsche Familie, die komplette Anbindung noch haben kann bis zur NS-Zeit, denen fehlt das komplett. Und das ist nicht einfach, diese Erinnerungskultur mit denen zu teilen und das für die verständlich zu gestalten, weil sie sagen, Entschuldigung, das ist ja nicht meine Geschichte. Naja, Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Ja, die Erinnerung ist geteilt. Du sagst etwas ganz Interessantes. Du hast gesagt, bis zur NS-Zeit. Ja, aber was ist danach? Jetzt haben wir eben ein großes Problem, nämlich wir müssen da sehen, wie kommen die Migrationsbewegungen der heutigen Zeit überhaupt zustande? Und das hat seine Ursprünge in der NS-Zeit, weil, das verstehen richtig. Viele nicht, es ist ja so, sie waren auf Expansionskurs aus, damals das Deutsche Reich in der Hitlerzeit. Und die Männer waren natürlich alle unter Waffen, aber um einen Krieg zu gewinnen, braucht man auch Munition. Und in den Munitionsfabriken haben sie dann deswegen Arbeitskräfte gebraucht. Und wo haben sie die hergeholt? Die haben sie eben von den besetzten Gebieten geholt und dann hat es geheißen, du gehst jetzt ins Deutsche Reich und arbeitest in einer Munitionsfabrik. Das waren die Zwangsarbeiter. Das waren schon die ersten. Das ist auch eine Migrationsbewegung. War eine Zwangsmigrationsbewegung. Ich habe auch in meinem eigenen Freundeskreis einige Nachkommen von diesen Zwangsarbeitern. Die kamen nämlich aus Gebieten, die später dann eben kommunistisch waren und die wollten da nicht mehr zurück. Und dann sind sie einfach hier geblieben. Und ihre Kinder sind Deutsche. Woher kamen die? Naja, Rumänien oder was? Der Ukraine. Hm. Ja, das sind Leute, mit denen ich dann hier auch bis heute, also das ist die zweite Generation sozusagen, die haben auch Migrationsgeschichte. Nur das Interessante ist, sie konnten ihre Geschichte nicht erzählen, weil man sie einfach nicht hören wollte. Und umgekehrt in den vielen deutschen Familien, es waren ja Millionen von Nazis, irgendwoher, die kamen ja nicht vom Stern, irgendwo aus dem Mars und sind wieder zurück. Sondern das sind Menschen gewesen, die dann nach dem Krieg allerdings ihre eigene Geschichte nicht erzählt haben. Jetzt kommt 1968 und diese sogenannte 68er Generation, denen ist es gelungen, bis heute irgendwie einen Mythos aufzubauen. Ich glaube, es ist ein Mythos. Sie sagen, nein, es ist so. Dass sie ihre Eltern konfrontiert haben mit der Frage, was hast du gemacht in der Nazi-Zeit? Mm. Wo warst du? Was hast du verbrochen? Ich glaube, das war ein winzig kleiner Teil der Bevölkerung, die auf die Art und Weise ihre eigenen Eltern und Großeltern gefragt haben, was sie so verbrochen haben. Ich glaube, in den meisten Familien wurde einfach nicht darüber gesprochen. Fertig. Und das fällt uns jetzt auch alles auf die Füße.
Ich kann das verstehen. Weißt du warum, Andy? Und zwar, naja, man fühlt sich schuldig irgendwie. Klar. Einmal das, plus, die Familienversorgung ist gefährdet. Wenn du jetzt redest, was du für einen Job damals hattest, was für eine Rolle du gespielt hast, ist eventuell deine Arbeit auch gefährdet. Weil du einfach weitermachst. Vielleicht bist du in der Justiz, vielleicht Jein, bist du in der jein, Polizei, jein, vielleicht jein. bist du in der Verwaltung. Ja, es gab ungebrochene Karrieren auf jeden Fall. Das Und meine ich, genau das meine ich. ja, und Oder dann hat. leicht gewechselt, aber trotzdem weitergemacht, noch in Amt und Aber Würden. es wurde aber gesellschaftlich nicht geächtet. Das ist ja das Problem. Wir haben ganz große Nazis gehabt, bis in Regierungsstellen. Also es gab den berühmten Bundeskanzler Kiesinger, der auf einem Parteitag eine Ohrfeige bekommen hat, weil eine junge Frau, die lebt noch, damals junge Frau, gemeint hat, das ist, weil sie damals ein Nazi waren. Und sie hat Ärger bekommen mit der Justiz und nicht er. Oder andere Fälle waren, der erste Bundeskanzler war ja der Adenauer und seine rechte Hand war ein gewisser Globke. Und dieser Globke war derjenige, der die Rassengesetze formuliert hat und kommentiert hat. Und er war die rechte Hand von Adenauer. Adenauer selbst saß bei den Nazis im Gefängnis, aber er hat ja anerkannt, wenn ich das Land jetzt hier irgendwie regieren will, dann brauche ich diese Leute. Alle anderen waren weg, sind ins Exil gegangen oder wurden ermordet. Und bis spät in die 70er Jahre hinein gab es noch den Vorwurf gegenüber Willy Brandt, du bist ein Verräter, du warst im Exil. Ja, wenn er hier geblieben wäre, dann wäre er umgekommen. Er ist aber aus dem Exil wieder zurückgekommen, hat sogar noch den Nobelpreis bekommen. Aber Wieso wurde er noch verfolgt? Wegen Sozialdemokratie? er war Sozialdemokrat, natürlich, ja. Und interessant ist, mir fällt gerade ein, er muss ja die gleiche Angst gehabt haben wie meine Mutter. Er hat seinen Namen geändert. Er hieß gar nicht Willy Brandt, er hieß Herbert Frahm. Und dann hat er nach Ach, dem ja, Krieg einfach stimmt. Ich er erinnere hat den mich Namen jetzt. einfach weiterbehalten. Ja, Wahnsinn. also er hat seinen Der war in eigentlichen Namen England, gell? in Norwegen. In Norwegen. In In Norwegen. Norwegen. In England waren viele von der polnischen Exilregierung zum Beispiel. Ja, also die eigentliche polnische Regierung saß in England und nach dem Krieg wollten sie wieder nach Polen zurück. Aber da war in der Zwischenzeit eine andere Diktatur. Also wir sehen, wie eine Diktatur die andere ablöst. Und weil es diese Sprachlosigkeit gegeben hat in der Nachkriegszeit, haben wir heute leichtes Spiel für die Populisten. Das ist meine These. Du sprichst einen wichtigen Begriff an, nämlich die Sprachlosigkeit. Nach dem Krieg war man in Deutschland natürlich auch, es war auch ein Faktor, war man ja auch sprachlos über dieses Verbrechen, den man einfach mitgetragen hat. Man war. Ja, aber die Sprachlosigkeit war aber auch zum Beispiel auch in jüdischen Familien, weil Ja, man ein klar, dabei, dabei, da da. war eine große Traumatisierung und man sprach einfach auch nicht über das Unrecht. Und diese Sprachlosigkeit, was haben beide Seiten gemeinsam gehabt? Sie haben am Wiederaufbau zusammen irgendwie gearbeitet. Ihnen war wichtig, das Land wieder aufzubauen. Und dann hatte man eben andere Prioritäten. Dann war das Land endlich Wie aufgebaut. viel war denn noch übrig in Deutschland von Naja, jüdischen Personen überhaupt? nichts. Also man muss ja, ich gebe dir eine einfache Statistik. Weltweit gab es vor 100 Jahren 18 Millionen Juden. 6 Millionen sind ermordet worden. Jeder dritte Jude ist ermordet worden, aber weltweit. In Europa war das im Prinzip die ganze jüdische Bevölkerung, bis auf wenige Ausnahmen. Die überlebt haben, waren die Ausnahmen. Ich gebe dir ein persönliches Das, Beispiel. ja, das war ja, also um auch den Zuhörer oder Zuschauer zu klar, das war ja nicht nur die Juden, die in Deutschland gelebt haben, weil Deutschland ja ganz Europa besetzt hat, haben sie ja Ja. aus ganz Europa Aus auch die ganz Juden Europa. Und das ist, na, ich gebe dir eingesammelt. ein persönliches Beispiel. Mein Vater hat als einziger in seiner Familie überlebt. Alle anderen existieren nicht mehr. Er ist der Unglaublich. Einzige, der überlebt hat und das auch nur per Zufall und weil er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Alle anderen hatten dieses Glück eben nicht. Interessant ist, War mit er in allen. Deutschland? War er in Deutschland? Wo war er nicht? Er war im Untergrund und er kam dann auch mit Partisanen in Kontakt und
Also er war überall. Das Ende des Krieges hat er in Ungarn erlebt. Und dann ging er nach Polen zurück und hat dann festgestellt, hier kann man auch nicht mehr leben. Also der hat eine andere Geschichte. Er hat als einziger seiner ganzen Familie überlebt und hat dann versucht, eine neue Existenz aufzubauen. Und er hat nie gesprochen darüber. Also über die Nachkriegszeit hat er gesprochen. Da gerne. Da hat er richtige Geschichten erzählt. Aber über die Zeit, wo er am Überleben, das scheint er irgendwie er hat seine Gründe dafür gehabt. Aber es gab da so ganz kleine Momente, wo er dann ab und zu mal was erzählt hat, weil irgendetwas da in ihm was ausgelöst hat. Ein Beispiel war, ich war ein kleiner Junge und ich wollte ein Haustier haben. Und dann geht man natürlich zum Vater, darf ich ein Haustier haben? Und dann hat er gemeint, ist mir egal, was du haben willst, aber ein Singvogel kommt nicht in Frage. Das war mir egal, weil ich wollte einen Hamster haben. Und dann waren wir in der Zoohandlung und dann geht er an den Singvögeln vorbei, an den Kanarienvögeln und sagt, das sind ja lustige kleine Juden. Und dann habe ich gemeint, das ist ein Witz. Sehr viel später habe ich herausbekommen, was er damit überhaupt gemeint hat. Er war unter anderem als Zwangsarbeiter auch unter Tage im Bergbau tätig. Und damals haben die Bergleute Kanarienvögel in kleinen Käfigen mit sich dabei gehabt. Nicht zur Unterhaltung, sondern um zu überleben, weil diese Kanarienvögel sehr empfindlich sind auf austretende Gase, die der Mensch noch nicht merkt. Und wenn die aufhören zu singen und fallen tot um, dann lassen die alles stehen und liegen und rennen aus dem Stollen raus, die Bergleute, und können sich retten. Und dann hat mein Vater eben gemeint, wir Juden sind die Kanarienvögel der Menschheit. In dem Moment, wo es uns schlecht geht, wir fallen um, es dauert nicht mehr lang und dann fallen alle um. Dieses berühmte Gedicht von Martin Niemöller, erst haben sie die geholt, dann haben sie die geholt, dann haben sie die geholt und als sie mich geholt haben, war keiner mehr da. Ganz am Anfang, die haben die geholt, Er meint das als Metapher. Und aber nicht nur als Metapher, sondern in der Tat, die wurden ja alle... Oder beziehungsweise aus einer historischen Begebenheit zu einer Metapher gemacht, ja. Ja, also auf jeden Fall in der Tat, die Ersten, die leiden, sind die Juden. Aber eine Sache habe ich gelernt von meinen Eltern und die Eltern meiner Mutter haben auch überlebt und von denen auch. Wir wollen keine Opfer mehr sein. Also das... Und da bin ich auch sehr, sehr empfindlich, wenn ich merke, ein anderer macht sich zum Opfer. Und genau das ist die Masche der Populisten. Die Populisten sagen, wenn wir nicht aufpassen, sind wir die Opfer einer Umvolkung, nicht? Und auch die Nazis haben damals genauso geredet. Die haben gemeint, wir sind die Herrenrasse, wir müssen uns durchsetzen und erstmal müssen wir alle anderen umbringen, die rassisch minderwertig sind. Ja, aber trotzdem uns bedrohen. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst, aber das war sehr populistisch und so hat die Propaganda funktioniert. Und ich sehe bis heute auch, wenn ich mit jungen Leuten zusammen bin, mit Konfirmanden und so, die stellen mir Fragen, wo ich mich frage, woher haben die das? Das sind Leute, die sind ganz jung, ja, von ihren Eltern, von der Kirche, aus den Medien, wo haben die das her? Und das sind diese althergebrachten Vorurteile, die nach wie vor noch da sind und es kommen neue hinzu. Und bei den Neuen, da kann ich dir auch, ich hatte in Amerika einen Onkel, das war der Schwager meiner Mutter, der mal etwas gesagt hat und jetzt pass auf, wir können froh sein, dass es die Moslems gibt, weil jetzt schreien alle auf die Moslems. Ja? Es gibt das auch ist die Leute, Masche der neuen Rechten auch. Da hat er gar nicht so Unrecht. Ja, ne. Aber wenn er sagt, weil die neuen Rechten sagen, wir sind die Retter der Juden und die Muslime bringen den Antisemitismus, also wir sind die Beschützer. Diese Masche, das hat man ja gesehen, auch im Wahlkampf der AfD. Ja, aber es ist noch viel komplizierter. Es ist sehr viel komplizierter, weil es gibt dann aber auch Leute, die sagen, die Muslime sind die neuen Juden. Also das verbitte ich mir. Weil das ist ja wieder diese Opfergeschichte. Wieder in die Opferrolle treten. Ganz genau. Das bringt uns ja nicht weiter. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Wer sich als Opfer fühlt,
ist dann derjenige, der auch schnell in die Falle des Populismus tappt. Jetzt kommen Flüchtlinge, die nehmen mir meinen Arbeitsplatz weg, die nehmen mir mein Haus weg, die nehmen mir dies oder das oder jenes weg. Übrigens, das gab es auch in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel vor 100 Jahren erst durften Frauen wählen. Die Männer hatten Angst, wenn die Frauen wählen, dann sind wir gar nichts wert. Sind die Männer nichts? Ja, das gibt es auch. Also das sind dann immer dieses Gefühl, ich werde ein Opfer sein. Die Angst, die Macht teilen zu müssen oder zu verlieren. Oder zu verlieren, wie auch immer. Ja, also das heißt, da ist aber immer eine gewisse Form von Angst dabei. Und vergessen wir nicht, Angst ist auch ein sehr menschliches Gefühl, was schon unsere Vorfahren in der Steinzeit hatten. Und es ist gut, Angst zu haben, weil wenn wir diese Ängste nicht kennen würden, dann würden die Steinzeitmenschen nicht überlebt haben, weil die haben ja auch Angst gehabt vor wilden Tieren und so weiter. Das heißt, man musste Angst haben. Es gibt andere menschliche... Andy, du redest so, als wärst du Zeitzeugen von Steinzeit. Ich heiße auch Steinmann, also irgendwoher kommt das auch. Ja, bitteschön. Ja, also es ist sehr menschlich. Die nutzen diese menschliche. Es gibt auch andere menschliche Bedürfnisse, die Populisten ausnutzen. Und das ist, ich würde mal sagen, eins ist auch, dass man sich dazugehörig fühlen möchte, eine Identität. Woher kommt das? Aus der menschlichen Entwicklungsgeschichte ist es so, dass auch Einsamkeit, ähnlich wie Angst, ein Warnsignal war, weil nur im menschlichen Verband konnte man überleben. Ein Mensch alleine kann nicht überleben. Wenn er einsam ist, dann heißt es, du überlebst jetzt nicht. Du musst irgendwo etwas finden, wo du einen Teil eines Verbandes gibst, damit du überleben kannst. Wusstest du, dass in England Ministerium gegen die Einsamkeit gibt, oder? Ja, und ich glaube auch jetzt wurde hessenweit Woche der Einsamkeit ausgerufen. Es gibt so jetzt genau in Deutschland. Die haben einen Minister dafür. Okay, ja. Sollen sie haben. Habe ich nichts dagegen. Es ist deren. Haben sie auch Brexit gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass der standesgemäß auch dann einsam lebt als Minister. Weiß ich nicht. Oder sonst kann er das ja gar nicht nachempfinden und auch Maßnahmen entwickeln. Naja, aber jetzt mal ohne Witz. Das heißt also, der Mensch sucht sucht seinesgleichen. Das heißt also, einerseits haben sie Angst, man nimmt ihnen was weg, und andererseits suchen sie etwas, nämlich die Identität. Und im Europäischen Parlament nennen sich die Rechten auch die Identitären. Idee, das hört sich schön an, ist eine Idee. Ja, ja. Ja. Und was ist die Idee? Identität und Demokratie, so nennen sie sich. Ist ja auch ein Etikettenschwindel, aber was Identität betrifft, auf jeden Fall, versuchen sie ihre Identität dadurch zu stärken, indem sie sagen, wer nicht dazu gehört. Das ist auch interessant. Wer gehört dazu? Aber wer gehört nicht dazu? Sie wissen gar nicht, wer dazu gehört. Aber sie haben schon zum Beispiel ausgemacht, Muslime gehören nicht dazu. Flüchtlinge gehören nicht dazu. Das ist dieses Recht. Und interessant ist, die haben die AfD ausgeschlossen aus dieser Fraktion im Europäischen Parlament, weil die AfD denen zu rechts ist. Das muss man sich mal vorstellen. Oh, das ist bitter. Das ist bitter für die AfD, sage ich dir. Das ist bitter. Überhaupt nicht. überhaupt nicht, weil die können dann sagen, guck mal an, das ist unser Markenkern. Wir sind so rechts, wir überholen sogar noch die anderen in Europa überholen. Und du siehst, man hat sie trotzdem gewählt. Es hat allerdings parlamentarisch einige Nachteile, weil sie eben nicht in dieser großen Fraktion sind. Dann haben sie weniger Redezeit, weniger Geld und so weiter. Aber weniger Stimmen haben sie deswegen nicht gehabt. Also das heißt, hier werden mit menschlichen Empfindungen gearbeitet, mit Angst, mit Einsamkeit, und dann kommt dann eine Partei und sagt, wir werden dafür sorgen, dass du keine Angst zu haben brauchst, wir halten die Flüchtlinge raus, die Migranten bleiben draußen, und wir werden dir eine Identität verschaffen, erstens mal, weil die da nicht reinkommen, und zweitens, weil wir genau wissen, wer nicht dazugehört. Und du gehörst dazu. Und genauso haben auch die Nazis gearbeitet. Das war, warum nannten sie sich national und sozialistisch? Wo ist das Sozialistische? Das Sozialistische ist, und das wurde wirklich begeistert aufgenommen damals in Deutschland. Und zwar, die haben gesagt, egal ob du jetzt adelig bist, ob du bürgerlich bist, ob du was dazwischen bist, egal,
Wir sind alle gleich. Egal, ob du aus Schlesien kommst oder aus Bayern kommst, wir sind alle Deutsche. Ob deine Zähne alle noch da sind oder nicht, spielt keine Rolle. Egal, wir sind alle gleich. Hauptsache, du bist kein Jude. Ne? Das heißt also, kein Jude, kein Sinti und Roma und nicht behindert. Genau. Und eben, das heißt, und gesund, ja, und alle, die nicht gesund sind, das wurde dann unterm Teppich gekehrt, aber die kamen dann auch in Tötungsanstalten. So viel Macht haben die bekommen, und das darf man nicht vergessen, die wurden ja an die Macht gewählt, die haben selbst immer von Machtergreifung gesprochen. Ja. Nee, die wurden an die Macht gewählt von den Leuten, weil die begeistert waren von dieser Idee. Und stellen wir uns mal vor, man ist ein Niemand, jetzt ist man plötzlich ein Jemand, ja, weil die Partei gesagt hat, du bist ein Jemand. Du hast zwar kein es gibt vielleicht einen Juden, der einen Nobelpreis bekommen hat. Du hast auch keinen Nobelpreis, aber du bist wertvoller. Und jetzt ein bisschen Selbstkritik. Bei uns Juden ist das so, wir kämpfen immer um die Anerkennung. Ich habe eins gelernt, ich verzichte auf diese Anerkennung. Es gab so viele Juden, die haben Nobelpreise bekommen und sind trotzdem verfolgt worden. Es gab so viele Juden, die haben im Ersten Weltkrieg für den Kaiser gekämpft und haben Auszeichnungen bekommen und so weiter. Sie sind auch umgebracht worden. Es ist besser, man verzichtet auf diese Anerkennung und man holt sich die Anerkennung da, wo sie wichtiger ist, wo sie wertvoller ist und wo sie auch erfüllender ist, nämlich bei Freunden und Familie. Und deswegen haben wir auch dieses Gespräch, Talk with Friends. Vielen Dank, Andy, für dieses sehr fassende Schlusswort. Aber der Großvater von Peter hat für Deutschland gekämpft, hat eine Auszeichnung gekriegt. Im Ersten Weltkrieg. Und trotzdem wurde er verfolgt. Siehst du, und deswegen ist es wichtig, sich nicht als Opfer zu fühlen. Das ist sehr wichtig, diese nicht als in die Opferrolle zu stülpen für die heranwachsende Generation, für junge Leute. Ja. Und Erfüllung zu finden. So ist das. Das ist deine Identität. Und deswegen sage ich auch, in diesen schweren Zeiten, die wir jetzt durchleben, ist es ganz wichtig, das kleine Glück ganz groß zu schreiben. Weil das kleine Glück ist es, was uns motiviert, an eine Zukunft zu glauben und diese Zukunft mitzugestalten. Wenn wir resignieren aus Frust oder wie auch immer, dann ist das eine Art, dann haben wir nicht nur resigniert, sondern dann haben wir auch, ich weiß nicht, das ist eine bedingungslose Kapitulation und wir überlassen dann den Rechten und den Populisten und übrigens auch den Linken. Genau, überlassen wir das Feld. Extremismus ist nicht nur rechts. Die treffen sich. Die gibt es auch links. Die gibt es auch religiös. Interessant ist allerdings, dass die Links, also zum Beispiel der Antisemitismus, ist bei den Linken, die sagen ganz einfach, ich bin ein Linker, ich kann gar kein Antisemit sein, ich liebe doch alle. So. Die Rechten sagen, die sind wenigstens ehrlich. Die sind wenigstens ehrlich und sagen, ja, ich mag die Juden nicht. Oder die sie sagen, es gibt Antisemitismus, aber der ist importiert. Und die Linken sagen dann, das sind die Rechten, die Antisemiten sind, wir nicht. Und das ist meine große Kritik an den Linken. Sie selbst möchten diese Diskussion gar nicht führen. Die Rechten wollen diese Diskussion auch nicht führen, aber immerhin sind sie ehrlich und sagen, ja, wir wollen keine Juden. Aber mir kann es egal sein. Ich suche nämlich nicht den Schulterschluss mit solchen Leuten, sondern lieber den Schulterschluss mit Freunden, mit dir. Ich suche den Schulterschluss mit Leuten, die sich austauschen. Und wir führen auch eine Diskussion. Was eine Diskussion ausmacht, eine gute Diskussion, ist das gegenseitige Zuhören, das gegenseitige Abwägen und vielleicht auch eine Neujustierung der eigenen Meinung und so weiter. Und das tun wir. Mit Leuten, die nicht diskutieren, sondern die nur schreien. Ich verbringe meine Zeit dann lieber mit meinen Kindern im Schwimmbad. Das ist sehr viel wichtiger und nützlicher, weil es gibt mir persönlich eine Erfüllung. Und dann sehe ich auch, wie wichtig jetzt auch unsere Familienwerte sind, ob wir Christen sind, Juden sind, Muslime sind. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, wir haben auch viele Unterschiede und genau das macht auch die Diskussion so spannend. Führen wir das Gespräch weiter fort, denn gerade in solchen Talk with Friends können wir Erfüllung finden, besser als zu schweigen. Die Generationen vor uns haben zu lange geschwiegen und das fällt uns jetzt alles auf die Füße. Es ist vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber
es ist wichtig für uns selbst, damit wir wissen, ja, wir bleiben im Gespräch. Und da freue ich mich auch unser vielen nächstes. Vielen Dank, mein lieber Freund. Ja. Wir laden die Zuschauer wieder ein, wenn es heißt Talk with Friends. Und ich sage Shalom Alechem. Alechem Shalom, Salam Aleikum.